Und jetzt probieren wir noch etwas, nämlich das Spiel Schere, Stein, Papier einfach mit dem Microbit nachzuprogrammieren. Also wie läuft das normalerweise ab? Man nimmt seine Hand und sagt Schere, Stein, Papier. Nein, Papier. Nein, Schere, Stein, Papier. Okay, aber wie mache ich das? Ich könnte sagen, so wie wir das bis jetzt gemacht haben, wenn der Microbit geschüttelt wird, das kann man ja machen, dann wählt er sich zufällig Schere, Stein, Papier aus. Das geht natürlich so nicht. Aber ich könnte jetzt sagen, wenn der Microbit geschüttelt wird, dann sucht er sich eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 aus. Und wenn diese Zahl 1 ist, dann soll er eine Schere darstellen. Wenn die Zahl 2 ist, dann soll er ein Papier darstellen. Und wenn die Zahl 3 ist, dann soll er den Stein darstellen. Und dann merke ich schon, wenn ich da so herumrede, dass ich immer sage, wenn die Zahl. Und vorher habe ich gesagt, dann sucht er sich eine zufällige Zahl aus. Das heißt, ich brauche in dem Moment, wo ich diese zufällige Zahl auswähle, eine Variable, eine Unbekannte, kenne ich aus der Mathematik. Und die nimmt dann den Wert 1, 2 oder 3 an. Und je nachdem, welchen Wert sie dann später haben wird, wenn sie ausgesucht worden ist, zeigt er dann unterschiedliche Symbole an. Ich muss also da Variablen definieren. Und wenn man das gespielt hat, dann würde ich das auch so machen wie vorher. Wenn ich das Logo auf den Kopf stelle, dann soll ich das Icon löschen und dann weise ich dieser Variablen einfach 0 zu. Dann ist sie so quasi wieder leer. Und da steht noch nichts drinnen fürs nächste Spiel. Probieren wir das einmal nachbauen. So, wie haben wir das jetzt gesagt? Wir nehmen da, wenn er geschüttelt wird. Dann soll er sich eine zufällige Zahl aussuchen. Na ja gut, also ich muss mir da eine Variable anlegen und die nenne ich irgendwie, gell? Die kann ich jetzt Zahl nennen oder so. Vorteilhaft ist es, wenn man sie so nennt, dass man hinterher auch wieder weiß, was man da gemacht hat. Also nur rein x da reinschreiben ist ein bisschen gar zu wenig. Zahl. Die nenne ich einfach Zahl. Und in dem Moment, wo ich da eine Variable angelegt habe, sehe ich schon, ich kann da drei verschiedene Sachen machen mit der. Setze die Zahl auf und das ist praktisch unsere Variable. Ja? Also, wenn ich ihn schüttel, dann soll er diese Variable Zahl auf eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 setzen. Das haben wir ja schon gehabt. Pick random. Stecken wir da rein. 1, 2, 3. Also, onShake. Setze eine Zahl auf zufällig 1 bis 3. So, und dann haben wir da so Abfragen. If then else. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Gell? Das heben wir da raus. If. Also wenn. Und da kommt jetzt eine Bedingung hinein. Gell? Das eine ist gleich das andere. Das brauchen wir da. So. Und da kann ich jetzt sagen, wenn die Zahl gleich 1 ist, dann Show Icon, da gibt es sicher schon irgendwas. Schere. Da ist die Schere. Okay, und dann brauche ich ja nur zwei Abfragen, wenn das 2 ist und wenn das 3 ist. Das heißt, mir fällt da noch eins dazwischen. Da kann ich einfach sagen plus. Dann wird die Schleife da erweitert. Also machen wir das gleiche nochmal. If. Da rein. Die unbekannte Zahl gleich 2 ist. Dann zeigt das Icon. Schere, Stein. Jetzt sollten wir uns einen Stein aussuchen. Da war irgendwie so ein Knödel recht fein.
Nein, das ist da. Das ist ein Stein. Und jetzt brauche ich eigentlich keine dritte Abfrage mehr, gell? Weil alle anderen Fälle können jetzt nur mehr 3 sein. Gell? Also wenn die Zahl gleich 1 ist, dann ist es Schere. Andernfalls, wenn die Zahl gleich 2 ist, dann ist es Stein. Und sonst der dritte Fall, da geht nur mehr 3, das brauche ich gar nicht mehr abfragen. Sage ich einfach, okay, Show, Icon. Und da habe ich unten schon gesehen, da gibt es so ein Blatt Papier. Funktioniert das jetzt schon? Stein, Schere, 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 Schere. So ist das halt mit Zufall. Stein, Schere, Stein, Papier. Funktioniert. Jetzt müsste man noch irgendwas machen, wenn das Spiel aus ist, gell? Also wenn ich in die zweite Runde sozusagen gehe, dann möchte ich, dass das irgendwie gelöscht wird. Da könnt ihr jetzt wieder sagen, Logo nach unten, dann löscht das Ganze. Ich möchte aber jetzt einfach zeigen, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ich kann nämlich auch sagen, wenn ich den Knopf A drücke, dann soll er was machen. In dem Fall nämlich, was brauchen wir denn alles? Wir sollen den Bildschirm löschen, gell? Das war da beim Moor drinnen. Und am besten tun wir da gleich die Variable wieder auf 0 setzen. Set Zahl auf 0. Passt. Wo ich das hinsetze, ist auch wieder wurscht. Schauen wir gleich. Neu laden. Jetzt kann ich also sagen, Shake. Dann habe ich einen Stein. Dann drücke ich den Knopf A. Bildschirm ist gelöscht. Dann sage ich Shake, Stein, Knopf A, gelöscht. Shake. Ja, und so weiter funktioniert das jetzt. Also im Simulator funktioniert es jetzt einmal. Dann nehmen wir es einfach Schere, Stein, Papier. Erste Variante. Und da sagen wir einfach Speichern. Microbit speichern. So, jetzt haben wir es da. Sieht man das da? Schere, Stein, Papier. Und bei A lösche ich es wieder. Schere, Stein, Papier. Bei A lösche ich es wieder. Na, was ist denn das für Zufall? So ist das mit Zufall. Aber es funktioniert. Und schon haben wir Schere, Stein, Papier programmiert. Wunderbar. Da können wir weitermachen.